In der Ausstellung von Matthias Bitzer gibt es ein Porträtbild, das möchte nicht statisch bleiben, möchte sich aufklappen, auf der Rückseite neu betrachten lassen und enthüllt gleichzeitig ein Spiegelbild des Betrachters. Spiegelbild. Daran knüpfe ich in meiner Lesung an und präsentiere Ihnen gleich zu Anfang ein literarisches Beispiel, in dem ein Blick in den Spiegel schwerstkriminelle Taten zur Folge hat. 4 Mordversuche, am Ende Folter und ein vollendeter Mord. Ich sage nur, Spieglein, Spieglein an der Wand. Und Sie wissen natürlich sofort, es geht um Schneewittchen und um die böse Stiefmutter. Die hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete der Spiegel, Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Und da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner. Und als es 7 Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er diesmal, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum. So hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Die Stiefmutter engagiert also zunächst als Auftragskiller einen Jäger, der ihr als Beweis für den Mord Herz und Lunge von Schneewittchen bringen muss, die sie dann auch verzehrt. Also eine zusätzliche Straftat, Kannibalismus. Da sie der Jäger aber hintergeht und nur die Inneren eines Wildschweins serviert, muss sie selbst tätig werden. Sie versucht, das für schöne Accessoires durchaus nicht unempfängliche Schneewittchen zunächst durch schöne Schnürriemen zu erdrosseln und dann durch einen giftigen Haarkamm zu töten. Beide Male kann sie aber von den Zwergen reanimiert werden. Erst eine Wiederaufnahme der Ursünde, nämlich ein giftiger Apfel, streckt Schneewittchen nieder. Aber da zu der Zeit das Wünschen noch geholfen hat, erscheint ein Mann, ein Prinz sogar, und erweckt Schneewittchen. Flugs wird geheiratet und sogar die gottlose Stiefmutter wird zur Hochzeit eingeladen. Und wie sie sich nun mit schönen Kleidern angetan hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortete, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist 1000-mal schöner als ihr. Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und ward ihr so Angst, dass sie sich nicht zu lassen wusste. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen, doch ließ es ihr keine Ruhe, sie musste fort und die junge Königin sehen. Und wie sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffeln über Kohlenfeuer gestellt und wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt.
Da musste sie in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel. Gefallsucht also als Frauendomäne? Weit gefehlt. Ein Urbild dieser Gefallsucht und Selbstverliebtheit ist der schöne Jüngling Narziss. Ich folge dabei der Darstellung von Ovid in seinen Metamorphosen, der Übertragung von Ernst Rösch. Narziss beugt sich über eine Quelle und verliebt sich in den eigenen Anblick. Während den Durst er will löschen, erwuchs ein anderer Durst ihm. Während des Trinkens liebt er, berückt von dem Reiz des erschauten Bilds, einen leiblosen Wahn. Was Welle ist, hält er für Körper, staunt sich selber an und reglos bleibt mit gebanntem Blick wie ein Standbild er starr, das aus parischem Marmor gehauen. Liegend am Boden schaut er das Sternenpaar, die Augen, schaut das Haar, das würdig des Bacchus, würdig Apollons, schaut die Wangen, die glatten, den Elfenbeinhals, des Gesichtes Anmut, das Rot auf ihm, gepaart mit schneeiger Weiße. Und er bewundert alles, worum er selbst zu bewundern. Arglos begehrt er sich selbst, erregt und findet Gefallen, wird verlangen, verlangt, entbrennt zugleich und entzündet. Küsse gab er wie oft, vergebens der trügenden Quelle, tauchte die Arme wie oft, den erschauten Hals zu umschlingen, mitten hinein in die Flut und kann sich in dieser nicht greifen, weiß nicht, was er da schaut, doch was er schaut, daran entbrennt er. Und der Wahn, der sie täuscht, er reizt seine Augen. Was haschst, verblendet du nur umsonst nach dem Schatten, dem Flüchtigen? Nirgends ist, was du suchst. Kehr dich ab, und du wirst, was du liebst, hier verderben ist, was du suchst. Kehr dich ab, und du wirst, was du siehst, als den Schein des zurückgeworfenen Bildes aus sich selbst heraus sehen. Es ist nichts. Mit dir erscheint es und bleibt es, scheiden wird es mit dir, wenn du zu scheiden vermöchtest. Mehr und mehr verzehrt sich Narziss in dieser Selbstliebe bis zur letzten Konsequenz. Jetzo senkt er das Haupt kraftlos im grünen Grase, Nacht umschattet die Augen, womit sich der Schöne bewundert. Aber auch dann, nachdem in die untere Wohnung er einging, schaut er sich selbst in stygischer Flut. Wehklagend betrauerten ihn die Schwesternaiaden und weiheten Locken des Hauptes, auch wehklagten Dryaden, zur Wehklag hallete Echo. Schon ward die Bahre besorgt und brannt, und geschwungene Fackel, doch war nirgends mehr der Leib. Für den Leib ein gelbliches Blümlein fanden sie. Rings um den Kelch weiß schimmernde Blätter gegürtet. Und wir verdanken dem Selbstverliebten damit nicht nur die Narzisse, sondern mit dem Narzissmus ein zunehmend besorgniserregendes Sozialverhalten. Der Blick in den Spiegel muss aber nicht immer zu tragischen Konsequenzen führen, ganz real und furchtbar natürlich, Sie wissen es, die Verführung zur Magersucht, aber schon oft zu einer gewissen Desillusionierung. Robert Gernhardt, als er sich mit 40 im Spiegel sah. Seht mich an,
Der Fuß der Zeit trat mir meine Wangen breit. Schaut mein Ohr, die vielen Jahre treten es ins Sonderbare. Ach, das Kinn, es scheint zu fliehen, will die Lippen nach sich ziehen. Ach, die Stirn, die vielen Falten drohen mir den Kopf zu spalten. Die Nase, wie vorgezogen, der Mund so seltsam eingebogen, der Hals so krumm, die Haut so rot, das Haar so stumpf, das Fleisch so tot. Nur die Augen, lidumrändert, strahlen blau und unverändert, schauen forschend, klar und mild aufs und aus dem Spiegelbild, leuchten wie zwei Edelsteine. Sind das überhaupt noch meine? Verlassen wir das Spiegelthema aber lieber auf lustige und witzige Art. Dass der Spiegel uns immer wieder dadurch foppt, dass wir darin alles spiegelverkehrt sehen, das hat Lewis Carroll in seinem Buch Alice hinter den Spiegeln zum Thema gemacht. Alice steigt hinter den Spiegel, erlebt dort einige Abenteuer und findet ein Buch mit einem Text, mit dem sie zunächst gar nichts anfangen kann. Er ist nämlich in Spiegelschrift geschrieben. Sie rätselte eine Zeit lang daran herum, bis ihr zuletzt ein guter Einfall kam. Natürlich, es ist eben ein Spiegelbuch. Wenn ich es vor einen Spiegel halte, laufen die Wörter gewiss wieder nach der richtigen Seite. Und dann las sie das folgende Gedicht. Ich lese es in der Übertragung von Christian Enzensberger. Der Zipferlake. Verdaustig war's und glasse Wieben rotterten gorkicht im Gemank. Gar Elump war der Pluckerwank und die Gabbenschweißel frieben. Hab Acht vorm Zipferlack, mein Kind. Sein Maul ist Beiß, sein Griff ist Bohr. Vom Fliegelflagel sieh dich vor, dem Mampfen schnatterrind. Er zückt sein scharf gebifftes Schwert, den Feind zu futzen ohne Saum, und lehnt sich an den Dudelbaum und stand da lang in sich gekehrt. In sich gekeimt, so stand er hier, da kam verschnapf der Zipferlack, mit Flammenlefze angewackt und gurgt in seiner Gier. Mit Eins und Zwei und bis aufs Bein die Biffe klinge, Ritsche, Rapf, trennt er vom Hals den toten Kopf und wie wiechern sprengt er heim. Vom Zipferlack hast uns befreit, komm an mein Herz, Aromasohn, o Blumertag, o Schlüssefrohn, so kröpfte er vor Freud. Verdaustig war's und glasse Wieben rotterten gorkicht im Gemank. Gar Elump war der Pluckerwank und die Gabbenschweißel frieben. Klingt recht hübsch, sagte sie, als sie damit zu Ende war. Nur ist es leider etwas schwer verständlich. Dass sie sich überhaupt keinen Vers drauf machen konnte, wollte sie nämlich nicht eingestehen, nicht einmal sich selbst gegenüber. Irgendwie kommen mir dabei lauter Gedanken in den Kopf, aber ich weiß nicht genau welche. Jetzt brauchen wir nur noch einen kleinen Schritt von unserem Spiegelbild, das uns gehorcht, auch wenn es, um mit Ernst Jandl zu sprechen, lechts und rings verwechselt, hin zum veritablen Doppelgänger, der sich entweder verselbstständigt und mit uns spielt oder der uns als alter Ego abgehandelt werden soll zu einem sehr, sehr teuren Preis. Zum Beispiel Oscar Wilde dreht dabei die Schraube noch weiter,
indem er das Spiegelmotiv sozusagen auf einen gegenläufigen Zeitstrahl setzt. Aus dem Spiegelbild wird nämlich bei Wildes Roman, das Bildnis des Dorian Gray, das Gemälde eines jungen Mannes von makelloser Schönheit, der durch einen fast beiläufig geäußerten Wunsch körperlich nicht altert, moralisch aber verwildert, während das Porträt sein Altern und seinen Verfall unerbittlich spiegelt. Der lebensunerfahrene junge Dorian Gray lässt sich immer mehr von seinem Freund Lord Henry und dessen Ansichten über die äußere Schönheit manipulieren, bis er schließlich den verhängnisvollen Wunsch äußert. Sie haben ein wundervoll schönes Gesicht, Mr. Gray. Ziehen Sie nicht die Stirn kraus, es ist wahr. Und Schönheit ist eine Form des Genies. Sie ist mehr als Genie, denn sie bedarf keiner Erklärung. Sie gehört zu den großen Wirklichkeiten der Welt, wie die Sonne, wie der Frühling oder der Widerschein einer silbernen Sichel auf dunklen Wassern, die wir den Mond nennen. Sie lässt sich nicht anfechten. Sie hat ein göttliches Recht auf Herrschaft. Sie macht zu Fürsten, die sie besitzen. Sie lächeln? Ach, wenn sie sie erst verloren haben, werden sie nicht mehr lächeln. Die Menschen sagen wohl, die Schönheit sei etwas Äußerliches. Mag sein. Aber gewiss ist sie nicht so äußerlich wie das Denken. Für mich ist die Schönheit das Wunder der Wunder. Nur Hohlköpfe urteilen nicht nach dem Äußeren. Das wahre Geheimnis der Welt liegt im Sichtbaren, nicht im Unsichtbaren. Ja, Mr. Gray, Ihnen waren die Götter hold, aber was die Götter schenken, das nehmen Sie bald zurück. Sie haben nur wenige Jahre, um wirklich zu leben. Wenn Ihre Jugend Sie verlässt, dann wird auch Ihre Schönheit schwinden. Und plötzlich werden Sie entdecken, dass keine Triumphe mehr auf Sie warten, es sei denn, Sie geben sich mit jenen billigen Triumphen zufrieden, die Ihnen die Erinnerung Ihrer Vergangenheit bitterer machen wird als die Niederlagen. Jeder Monat, der dahin geht, führt sie etwas Schrecklichem näher. Die Zeit ist eifersüchtig und kämpft gegen ihre Lilien und Rosen. Sie werden bleich werden und hohlwangig und ihre Augen trübe. Sie werden unsäglich leiden. Nutzen Sie Ihre Jugend, solange sie da ist. Vergeuden Sie nicht das Gold Ihrer Tage, hören Sie nicht auf die Langweiligen, versuchen Sie nicht, hoffnungslosen Zerfall aufzuhalten. Werfen Sie Ihr Leben nicht weg für die Törichten, die Niedrigen, die Gemeinen. Das sind falsche Ziele und Ideale unserer Zeit. Leben Sie das herrliche Leben, das in Ihnen ist. Versagen Sie sich nichts, probieren Sie immer neue Reize aus, fürchten Sie nichts. Und die Reaktion von Dorian Gray? Wie traurig das ist, flüsterte Dorian Gray, der noch immer die Augen auf sein eigenes Bild gerichtet hielt. Wie traurig das ist. Ich soll alt werden, hässlich und abstoßend, aber dieses Bild wird ewig jung bleiben. Es wird nie älter werden, als es heute an diesem Junitag ist. Wenn es doch umgekehrt wäre, wenn ich ewig jung bliebe und das Bild altern würde, ich würde alles, alles dafür hingeben. Ja, es gibt nichts in der ganzen Welt, das ich nicht dafür hingäbe. Und so geschieht es. In der Folge verändert sich das Gemälde so sehr, dass Gray sich gezwungen sieht, es vor der Öffentlichkeit und auch vor dem Malerfreund zu verbergen.
Es wird für ihn nach und nach zum schrecklichen Ding. War das Gesicht auf der Leinwand gemeiner als zuvor? Es schien ihm unverändert und doch war sein Abscheu dagegen heftiger geworden. Das goldene Haar, die blauen Augen, das Rosenrot der Lippen, nichts fehlte. Nur der Ausdruck war verändert. Er war furchtbar in seiner Grausamkeit. Seine eigene Seele sah ihn von der Leinwand an und rief ihn zum Gericht. Wenn er von einer jener geheimnisvollen und langen Abwesenheiten zurückkehrte, die solch seltsamen Vermutungen unter seinen Freunden oder denen, die es zu sein glaubten, Raum gaben, pflegte er zu dem verschlossenen Zimmer hinaufzuschleichen, öffnete die Tür mit dem Schlüssel, den er immer bei sich trug, und stellte sich mit einem Spiegel vor das Bild, sah bald in das böse und alternde Gesicht auf der Leinwand, bald auf das schöne jugendliche Gesicht, das ihm aus dem Spiegel entgegenlachte. Der leibhaftige Gegensatz steigerte seinen Genuss. Er verliebte sich mehr und mehr in seine Schönheit und interessierte sich mehr und mehr für den Zersetzungsprozess seiner Seele. Er untersuchte mit peinlicher Sorgfalt und bisweilen mit gierigem und grausamem Entzücken die hässlichen Linien, die gefurchte Stirn und den vollen sinnlichen Mund verunstalteten. Und er fragte sich, was scheußlicher sei, die Zeichen der Sünde oder die Zeichen des Alters. Er hielt seine weißen Finger neben die rauen, geschwollenen Hände auf dem Bild und lächelte. Er verhöhnte den entstellten Körper und die schlaffen Glieder. Als der Maler Dorian mehr und mehr drängt, sein Bild anschauen zu wollen, konfrontiert er ihn schließlich mit dem Anblick, auf den der Maler mit größtem Entsetzen reagiert. Gray steigert sich deshalb in einen fürchterlichen Hass hinein, ersticht den Freund und lässt die Leiche beseitigen. Und am Ende zerschlitzt er auch das letzte Beweisstück gegen ihn, das Bild. Am nächsten Morgen klopften die Bediensteten an seine Tür, aber es kam keine Antwort. Als sie riefen, alles blieb still. Als sie schließlich eintraten, fanden sie an der Wand ein herrliches Porträt ihres Herrn, wie sie ihn zuletzt gesehen hatten, in dem ganzen Zauber seiner unvergleichlichen Jugend und Schönheit. Auf dem Boden aber lag ein toter Mann im Gesellschaftsanzug mit einem Messer im Herzen. Er war welk, runzlig und abscheuerregend von Angesicht. Erst als sie die Ringe untersuchten, erkannten sie, wer es war. Wir sind über unser Spiegelbild zur Frage der Identität gekommen. Eine Frage, die sich auch durch die Bildwelt von Matthias Bitzer zieht. Außen und innen, Schein und Sein. Wir haben gesehen, was passieren kann, wenn beides in extremen Widerspruch gerät. Aber jetzt ein etwas lustigeres Beispiel zum Thema Identität von F.W. Bernstein alias Fritz Weikle, dem gebürtigen Göppinger. Identität, ja oder nein? Bin ich's oder bin ich's nicht? Wer ist's, wenn ich's nicht wäre? Ein Reh ist Reh im Walddickicht und selbst der Bär bleibt Bär. Ich sehe mich so, die anderen so. Ich weiß oft selbst nicht recht, bin hier ich oder anderswo, bin Herr ich oder Knecht.
Bin ich ein Fürst, ein Bettelmann? Bin heilige ich oder Hur? Bin ich ein Gigantenbein oder ein Wuschel nur? Sie merken also, es geht hier um Wahrnehmung und deren Verlässlichkeit und damit auch um Wahrnehmung und Täuschung. Und davon handelt auch der folgende Text von Franz Kafka, der nur aus zwei Sätzen besteht. Auf der Galerie, wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin in der Manege auf schwankendem Pferd vor einem unermüdlichen Publikum vom peitschenschwingenden, erbarmungslosen Chef monatelang ohne Unterbrechung im Kreise herumgetrieben würde, auf dem Pferde schwirrend, Küsse werfend, in der Taille sich wiegend. Und wenn dieses Spiel unter dem nicht aussetzenden Brausen des Orchesters und der Ventilatoren in die immerfort weiter sich öffnende graue Zukunft sich fortsetzte, begleitet vom vergehenden und neu anschwellenden Beifallsklatschen der Hände, die eigentlich Dampfhämmer sind, vielleicht eilte dann ein junger Galeriebesucher die lange Treppe durch alle Ränge hinab, stürzte in die Manege, riefe das Halt durch die Fanfaren des immer sich anpassenden Orchesters. Da es aber nicht so ist, eine schöne Dame, weiß und rot, hereinfliegt zwischen den Vorhängen, welche die stolzen Livrierten vor ihr öffnen, der Direktor hingebungsvoll ihre Augen suchend in Tierhaltung ihr entgegenatmet, vorsorglich sie auf den Apfelschimmel hebt, als wäre sie seine über alles geliebte Enkelin, die sie auf gefährliche Fahrt begibt, sich nicht entschließen kann, das Peitschenzeichen zu geben, schließlich in Selbstüberwindung es knallend gibt, neben dem Pferde mit offenem Munde einherläuft, die Sprünge der Reiterin scharfen Blicks verfolgt, ihre Kunstfertigkeit kaum begreifen kann, mit englischen Ausrufen zu warnen versucht, die reifenhaltenden Reitknechte wütend zu peinlichster Achtsamkeit ermahnt, vor dem großen Salto Mortale das Orchester mit aufgehobenen Händen beschwört, es möge schweigen, schließlich die Kleine vom zitternden Pferde hebt, auf beide Backen küsst und keine Huldigung des Publikums für genügend erachtet, während sie selbst von ihm gestützt, hoch auf den Fußspitzen, vom Staub umweht, mit ausgebreiteten Armen, zurückgelehntem Köpfchen, ihr Glück mit dem ganzen Zirkus teilen will. Da dies so ist, legt der Galeriebesucher das Gesicht auf die Brüstung und im Schlussmarsch, wie in einem schweren Traum versinkend, weint er, ohne es zu wissen. Die Situation ist doch eigentlich völlig klar. Da gibt es den schönen Schein der Zirkuswelt und dahinter die traurige Realität. Aber was tut Kafka? Er dreht uns herum, macht uns schwindlig, indem er den Schein als wirklich ausgibt, da es so ist. Oder doch nicht? Denn sind wir nicht zusammen mit dem Besucher auf der Galerie, der die armselige Welt zwar nicht sieht, aber tief drinnen im Traum erahnt und weint, ohne es zu wissen? Und noch ein allerletztes Beispiel für den Vertigo, für Täuschung und gestörte Wahrnehmung. Ein Beispiel, das Sie auch alle kennen. Manipuliert vom Alchemisten und Wetterglashändler Coppelius alias Coppola
verliebt sich der Student Nathanael in E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der Sandmann in eine Puppe, einen Automaten namens Olympia. Das Konzert begann. Olympia spielte den Flügel mit großer Fertigkeit und trug ebenso eine Bravour-Arie mit heller, beinahe schneidender Glasglockenstimme vor. Nathanael war ganz entzückt. Er stand in der hintersten Reihe und konnte im blendenden Kerzenlicht Olympias Züge nicht ganz erkennen. Ganz unvermerkt nahm er deshalb Coppolas Perspektiv hervor und schaute hin nach der schönen Olympia. Ach, da wurde er gewahr, wie sie voll Sehnsucht nach ihm herübersah, wie jeder Ton erst deutlich aufging, in dem Liebesblick, der zündend sein Inneres durchdrang. Das Konzert war zu Ende, der Ball fing an, mit ihr zu tanzen, mit ihr. Das war nun dem Nathanael das Ziel aller Wünsche, allen Strebens. Aber wie sich erheben zu dem Mut, sie, die Königin des Festes, aufzufordern? Doch, er selbst wusste nicht, wie es geschah, dass er, als schon der Tanz angefangen, dicht neben Olympia stand, die noch nicht aufgefordert worden, und dass er, kaum vermögend, einige Worte zu stammeln, ihre Hand ergriff. Eiskalt war Olympias Hand. Er fühlte sich durchbebt von grausigem Todesfrost. Er starrte Olympia ins Auge, das strahlte ihm vor Liebe und Sehnsucht entgegen. Und in dem Augenblick war es auch, als fingen an, in der kalten Hand Pulse zu schlagen und des Lebensblutes Ströme zu glühen. Und auch in Nathanaels Innerem glühte höher auf die Liebeslust. Er umschlang die schöne Olympia und durchflog mit ihr die Reihen. Durch den Tanz und durch den reichlich genossenen Wein erhitzt, hatte Nathanael alle ihm sonst eigene Scheu abgelegt. Er saß neben Olympia, ihre Hand in der seinigen, und sprach hoch, entflammt und begeistert von seiner Liebe in Worten, die keiner verstand, weder sie noch Olympia. Doch diese vielleicht, denn sie sah ihm unverrückt ins Auge und seufzte einmal übers andere, ach, 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 worauf denn Nathanael also sprach, o du herrliche, du himmlische Frau, du Strahl aus dem verheißenen Jenseits der Liebe, du tiefes Gemüt, in dem sich mein ganzes Sein spiegelt und noch mehr dergleichen. Aber Olympia seufzte bloß immer wieder, ach, ach. Liebst du mich? Liebst du mich, Olympia? Nur dieses Wort, liebst du mich? So flüsterte Nathanael, aber Olympia seufzte, indem sie aufstand, nur, ach, ach. Ja, du, mein holder, herrlicher Liebesstern, sprach Nathanael, du bist mir aufgegangen und wirst leuchten, wirst verklären mein Inneres immerdar. Und kurz danach rechtfertigt sich Nathanael vor seinem Freund Siegmund für diese seine flammende Leidenschaft. Wohl mag euch, ihr kalten, prosaischen Menschen, Olympia unheimlich sein, aber nur dem poetischen Gemüt entfaltet sich das gleich Organisierte. Nur mir ging ihr Liebesblick auf und durchstrahlte Sinn und Gedanken. Nur in Olympias Liebe finde ich mein Selbst wieder. Euch mag es nicht recht sein, dass sie nicht in platter Konversation faselt wie die anderen flachen Gemüter. Sie spricht wenig, das ist wahr, aber die wenigen Worte erscheinen als echte Hieroglyphe der inneren Welt und der hohen Erkenntnis des geistigen Lebens in der Anschauung des ewigen Jenseits. Doch für alles das habt ihr keinen Sinn und alles sind verlorene Worte. Jetzt habe ich vorläufig meine Worte verloren. Mehr habe ich gerade nicht zu bieten.